was ich noch schwierig gefunden habe, ist so der Ton und das Bild zusammenbringen. Plötzlich kommt ein Ton von hinten und dann ist die Frage, soll ich mich jetzt drehen? Läuft hinten die Musik? Er, der schwätzt, steht er so und ich schaue jetzt gerade in die andere Richtung. So Ton und Bild koordinieren und die Freiheit, sich können zu drehen, das, mit dem muss man zuerst umgehen. Es war ein spezielles Erlebnis für die Leute, die diese Woche in der Kantonsbibliothek waren. Der Michael Litzko hat seinen Kurzfilm über Bondo gezeigt. Am Tag nach der Evakuierung war er mit seiner Spezialkamera im fast menschenleeren Dorf. Das war eine 360-Grad-Aufnahme vor Ort. Und zwar, das ist eine Kamera wie diese hier, die eben 360 Grad abdeckt, hinten und vorne, oben und unten. Und das geht mit mehreren Linsen. Die hier hat jetzt zwei Linsen, die das Ganze, die ganze Sphäre abdecken. Es gibt auch solche mit bis zu 8 Linsen. Ja, es war schon recht heftig. Und es hat mir ja immer ein bisschen Wunder genommen, wie das von euch aussieht. Man hat es immer noch so von weitem in den Medien gesehen und es war sehr eindrücklich gewesen, ja. Doch nicht nur die Kamera ist speziell, es braucht auch besonderes Gerät, damit man diesen Film richtig schauen kann. Dank Spezialbrillen ist es möglich, dass man sich wie vor Ort fühlt. Es ist nicht besonders eindrücklich. Eindrücklich wird es, wenn man es über eine VR-Brille anschauen kann, wo integriert ist ein Smartphone. Das Smartphone hat einen Bewegungssensor, das haben die meisten. Der Zuschauer kann sich also während dem ganzen Film 360 Grad im Raum bewegen. Dann hat man die Lawine gesehen und dann hat er halt erzählt, dass es sehr schade ist und alles. Dann hat es eine Fabrik auch gehabt, wo auch zusammengefallen war. Diese Tage werden in Bondo bereits wieder neue Aufnahmen gemacht. Und auch die dürften schon bald der breiten Öffentlichkeit gezeigt werden.